wenn du auf eine Kultur zugehst, wenn du Teil einer Kultur werden möchtest, dann ist das die erste Frage, die man sich stellen muss. Was kann ich dazu beitragen und nicht, was kann ich da bekommen? Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Die meisten, die mich kennen, kennen mich unter dem Namen Nico Backspin. Das ist, weil ich seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalismus mache. Und ich weiß nicht, es sieht danach aus, weil sehr viele Menschen hier sein, ob ihr alle letztes Jahr auch schon hier gewesen seid. Könnt ihr mir mal kurz ein Zeichen geben, wer letztes Jahr hier war und sich die ganzen Panels angeguckt hat? Guck mal, das ist eine kleine Gruppe, das heißt, wir haben viele neue Gesichter dabei. Ich kann die Geschichte aber so aufholen, dass wir letztes Jahr hier etwas gemacht haben, was mich als Hip-Hop-Journalist und Typen der Kultur wahnsinnig freut. Wir haben diese Bühne übernommen. Und das machen wir heute wieder. Mit drei Panels, in denen wir euch verschiedene Blickwinkel auf Hip-Hop und Kultur und auch, weil das alles Marketeers hier sind, für eure Welt zeigen wollen. Und da fangen wir jetzt mit an mit einer Runde, die im Prinzip auch ein bisschen ein Ergebnis von dem ist, was wir letztes Jahr gemacht haben. Denn wir haben es eben gehört, Aldi Nord möchte sich mit der Kultur beschäftigen und möchte etwas mit der Kultur machen. Und dafür haben wir eine Gruppe zusammengestellt, die heute darüber reden wird. Und zum einen ist es Philipp Böndel. Er ist CEO von The Ambition, der Hip-Hop-Agentur in Deutschland und seit sehr vielen Jahren auch schon unterwegs darin, Marken davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, mit Kultur zu arbeiten, sie aber auch zu verstehen. Dann haben wir Stefan Michels, er ist, jetzt muss ich kurz nachlesen, Director Customer Dialogue and Engagement bei Aldi Nord. Und das Schöne daran ist, er ist selber Hip-Hop-Fan und hat deshalb verstanden, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir haben Shirin, sie ist Producerin und hat selber eine private, wie wahrscheinlich jeder hier im Raum, Verbindung zu Aldi. Und ist deshalb gerne mit auf der Bühne, um darüber zu sprechen, was diese Marke mit Kultur machen kann. Und deshalb einen großen Applaus von euch bitte mal für diese drei Gäste. Philipp Böndel, Stefan Michels und Shirin. Ist gut, wenn man zuerst da ist, kann man sich den Platz aussuchen. Ist ein weiter Weg, ne? Ach Mist, ich muss doch aufstehen, verdammte Scheiße. Ja. So. Mal wieder, ne? Alles gut. Schön, dass du da bist. Danke dir. Nimm Platz. Lass mir den hier außen, genau. Ihr habt freie Wahl. Ah. Ist schon eine schöne Bühne, oder? Ist eine überragende Bühne. Schön, dass ihr da seid. Und alles wegen Hip-Hop. Und vielleicht ein bisschen wegen Nico. Mal gucken. Hey, Philipp. Eine Verbindung zwischen Hip-Hop und Supermärkten, dann kannst du die erstellen? Ja, das wurde ich häufig gefragt, als wir announced haben, dass wir hier heute mit Stefan bzw. Aldi sitzen. Gab es viele Fragezeichen, ja, was genau hat eigentlich ein LEH oder Aldi mit Hip-Hop zu tun? Wir glauben eine ganze Menge. Ja, grundsätzlich haben Lebensmitteleinzelhändler in der Vergangenheit immer wieder versucht, mit der Kultur zu arbeiten. Wir werden sicherlich über das eine oder andere misslungene Beispiel heute auch sprechen, denn da gab es tatsächlich wenig, das wirklich gut war, weil, und auch da werden wir zu sprechen, häufig Hip-Hop nur genutzt wurde als Kommunikationstool. Ja, Hip-Hop genutzt wurde, um irgendwie cool zu sein, aber es wurde eben nicht substanziell etwas Neues geschaffen und beigetragen. Und genau das werden wir in Zukunft mit Aldi Nord ändern. Ich bin ziemlich sicher, dass jeder da draußen mitgekriegt hat, was Mitbewerber, Stefan, von euch in der Vergangenheit gemacht haben. Ich würde dich jetzt fragen, wie du die gefunden hast, aber ich glaube, das würde zu weit gehen. Deswegen nehmen wir dich da raus. Und du hast Philipp an der Seite und er kann das beurteilen. Denn es ist, glaube ich, für ihn aus der Kultur heraus, damit der Zähne zusammenhängt, der guckt da immer ziemlich kritisch drauf, guckt genau, was da gemacht wird. Und je weiter man weg ist, desto mehr lacht man vielleicht oder so. Beschreib mir mal ein bisschen, was ist da passiert und was ist vielleicht gut und was ist auch schlecht gelaufen? Also wir beide haben da in der Vergangenheit ja auch schon häufiger zu gesprochen. Das Ding ist, die wenigsten, die mit Hip-Hop arbeiten auf Marketingseite, kommen wirklich aus der Kultur. Und du musst aus der Kultur kommen, um die Kultur zu verstehen. Du musst wissen, wie ist diese Kultur entstanden, was bewegt diese Kultur, was sind die Eigenschaften, das Mindset. Und erst wenn man das wirklich verstanden hat, kann man wirklich anfangen, damit zu arbeiten. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, dass genau dieses Verständnis für die Kultur gefehlt hat und deswegen häufig mit Ironie gearbeitet wurde. Ja? Wann immer irgendwas mit Hip-Hop gemacht wurde, musste das witzig sein. Ja? Und dann hieß es doch immer, ja, ihr Hip-Hopper, ihr könnt ja auch über euch lachen. Und dann sagen wir immer, ja, aber nein. Ja, weil viel schöner ist es doch, ernst genommen zu werden, respektiert zu werden, befähigt zu werden. Und um Marken überhaupt erst in die Lage zu versetzen, das zu tun, muss man Education betreiben, muss man erklären, wie ist die Kultur entstanden. 73, ja, wir feiern dieses Jahr das 50. Jubiläum, entstanden in der Bronx, Rassismus, Klassismus als Umfeld. Ja,
Und ja, erst wenn man das verstanden hat, kann man wirklich reingehen und damit arbeiten. Und unserer Auffassung nach wurde das in der Vergangenheit leider selten getan. So eben auch im Lebensmitteleinzelhandel. Stefan, ich muss doch kurz eine Frage stellen. Als du mitgekriegt hast, was Mitbewerber machen, hattest du so einen Effekt im Team, vielleicht drumherum, dass irgendjemand auch danach geguckt hat, wie viele Rap-Talente es vielleicht in deinem eigenen Team gibt oder in irgendwelchen Supermärkten? Gab es diese Effekte, dass Leute versucht haben, herauszufinden, wo Rap-Talent in den Supermärkten steckt? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das hat gar keinen Effekt gehabt. Ne? aber tatsächlich ist der Effekt eher der gewesen, dass man kurz geschmunzelt hat, genau das, was du gesagt hast, aber dass wir auch immer gesagt haben, aber witzig ist das nicht. Und wir früh angefangen haben, uns tatsächlich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, wie kann man es richtig machen? Weil einfach den nächsten Filialmitarbeiter auf die Bühne zu schicken und zu sagen, mach mal was Witziges, das war nicht unser Anspruch, sondern wir haben halt gesagt, naja, wir möchten halt gerne, jeder möchte ernst genommen werden. Keiner möchte, dass über ihn, über das, was ihn beschäftigt oder was er gerne macht, gelacht wird. Und so war es auch im Team, dass das Team auch gesagt hat, hey, wollen wir es nicht besser machen? Und das war so unser Antritt mit, oder unser Ansatz, mit dem wir losgelaufen sind. Ja. Und vielleicht, um da zu ergänzen und eine Brücke zu schlagen. Ernst zu nehmen bedeutet auch, jemanden mit an den Tisch zu holen und direkt mit ihm oder ihr zu arbeiten. Deswegen großartig, dass Shirin auch mit nicht nur auf der Bühne sitzt, sondern involviert ist, weil Shirin ist eine Frau, die die Kultur gerade prägt, die die Kultur nach vorne bringt. Und Shirin direkt zu involvieren, auch in die Entstehungsprozesse und die Meinung zu hören und es mitgestalten zu lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, auf der einen Seite uns als die Ambition zu involvieren, ist schon mal irgendwie gut, aber viel wichtiger ist es, die Kultur direkt mit an den Tisch und auf die Bühne zu holen. Und wir freuen uns riesig darüber, dass Shirin das in diesem Fall mit uns gemeinsam macht. Ich freue mich auch. Vielleicht ein kleiner Applaus mal dafür. Ja, Riesenapplaus bitte für Shirin. Denn das muss man ja sagen, Shirin, wir werden da gleich nochmal drüber sprechen. Du hast ja als dann auch, wie wir alle, als Kunde, als Konsument ja auch einen Blick darauf, der ja doppelt hilft, vielleicht das, was man da machen möchte, richtig zu machen. Warum denn aber eigentlich gerade jetzt? Also warum jetzt Hip-Hop und Aldi? Gibt es da im Moment, Aldi Nord, gibt es da im Moment einen Effekt, den du da siehst? Na, wenn ich nochmal das nehme, was du gerade gesagt hast, mit wie habt ihr eigentlich drauf geguckt, als ihr die anderen gesehen habt, also vorsichtig sozusagen. Dann ist eins schnell klar geworden, ich glaube, das ist auch total richtig und wichtig und das darf auch als erstes Argument gelten, weil ich selbst, aber auch die Teams, die tollen Teams, mit denen ich da zusammenarbeite, darf einfach Spaß daran haben und Hip-Hop mögen und wir gesagt haben, hey, das gibt doch Energie, lass uns doch mal gucken, wie wir damit umgehen können. Weiter ist es natürlich auch total wichtig für uns, die Marke weiter aufzuladen, die Marke zu verjüngen, weil Aldi Nord ist jetzt nicht unbedingt draußen bekannt dafür, dass wir die jüngste Marke sind, auch in der Wahrnehmung. Andersrum haben wir aber auch durch die Zusammenarbeit mit Ambition, aber auch durch unsere digitale Lead-Agentur Accenture Song in KPIs reingeguckt und gesehen, dass wir heute schon eine natürliche Verbindung zu Hip-Hop haben, allein dadurch, dass in vielen Texten über unsere Eigenmarken gesprochen wird oder dass eben halt auch Aldi als Marke selbst in Texten auftaucht und dadurch schon so ein bisschen eine Verknüpfung da ist, ohne dass wir wussten, dass sie überhaupt da ist. Und wenn du das nimmst und da drauf guckst und sagst, da ist doch schon was Natürliches passiert, ist das, glaube ich, der beste Anknüpfungspunkt, weil du es nicht technisch aufbauen musst, sondern du einfach das nehmen kannst, was natürlich gewachsen ist, wo du weißt, dass es ein Auseinandersetzen mit der Marke und mit den Produkten schon gab. Und da einfach anzuknüpfen und zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie wir das gemeinsam auch mit guter Unterstützung dann hochbekommen können, um damit was Gutes zu tun, Gutes für alle am Ende des Tages, dann kann das ja auch schon echt viel Spaß machen. Und da sind wir gerade an dem Punkt. Das ist sehr spannend. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dir. Kannst du deine Beziehung zu der Marke Aldi beschreiben und vielleicht auch noch ein bisschen die Gründe für deine Zusammenarbeit? Ja, also bei mir ist es so, ich bin halt mit Aldi groß geworden. So, und meine Mom ist halt öfter auch bei Aldi einkaufen gegangen und ich habe damals auch immer so Favorites gehabt, so vor allem die Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob Jumbo-Riegel dir was sagt. Also, ja, das ist so, ich habe das, glaube ich, nur gegessen. Und damals gab es auch so einen Krümeltee, ich glaube, den gab es so in Zitrone und Pfirsich, glaube ich. Und das sind so die Sachen, mit denen ich einfach aufgewachsen bin. Und ja, also anfangs war ich ein bisschen so überrascht über die Anfrage, habe dann mir das Konzept angeguckt und ich fand es halt mega nice so. Und vor allem auch, dass Aldi sich eingesetzt hat dafür, dass es nicht nur männliche Produzenten sind, sondern auch Frauen. Und ich glaube, das kann eine ganz coole Message so sein, dass vielleicht Frauen, die sich noch nicht so trauen, so diesen Mut bekommen und sagen, ey, ich habe jetzt auch Bock zu produzieren oder ich traue mich jetzt und ich mache das jetzt auch.
ja, das war so das Hauptding. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich. Und Philipp, wir waren beide in vielen Studios, haben mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Und da gab es bestimmt auch die verschiedensten Eisteesorten vom Discounter deines Vertrauens im Studio. Aber das sind wahrscheinlich nicht die Cultural Codes, um die es geht, oder? Nein, definitiv nicht. Da kommt es ganz viel auf Tonalität an, auf Ästhetik an, auf viele Dinge, die du nur dann wirklich begreifst und auch siehst, wenn du aus der Kultur kommst. Ja? Du kannst Kultur nicht in einem Podcast erlernen oder dir einen Blogartikel durchlesen oder mal ein halbes Jahr zur Hip-Hop-Schule gehen. Das funktioniert nicht. Entweder du kommst aus der Kultur, bist in ihr sozialisiert und groß geworden, dann hast du diese Kultur verstanden und durchdrungen und dann verinnerlichst du das oder eben nicht. So, und auch da wieder Shirin als ein absolutes Talent aus der Kultur, die dann eben auch an den richtigen Stellen Input gibt, wie man etwas letztendlich gestaltet und umsetzt und produziert. Und wir haben auch, wir dürfen noch nicht zu viel verraten, weil das ganze Ding wird erst in 4-5 Wochen gelauncht. Ach wie, ihr könnt nichts announcen jetzt hier. Ich habe schon geahnt, dass es kommt. Ja. Ganz wichtig, eben nicht nur vor der Kamera mit Hip-Hop-Kultur zu arbeiten, sondern auch hinter der Kamera. Und das ist dann eine Filmproduktion, das ist eine Fotoproduktion, ja? Oder eben auch auf ProduzentInnen-Seite. Das ist ganz entscheidend, damit Dinge authentisch werden. Ich bin gespannt. Also A, glaube ich, das Publikum hat wahnsinnig gerne noch ein paar Neuigkeiten heute von euch. Also falls ihr spontan was announcen wollt, überlegt es euch. Ihr habt vielleicht Lust, was zu erfahren. Das andere, was da natürlich drinsteckt, ist so ein kleines bisschen, hier sind Leute, die natürlich all die Produkte konsumieren, die da einkaufen gehen. Hier sind sicherlich auch viele Hip-Hop-Fans. Ihr habt bestimmt versucht zu erarbeiten, wo es Schnittmengen gibt. Ne? Also gibt es Schnittmengen zwischen Hip-Hop-Fans und Aldi-Fans? All die Fans, ich hoffe. Also das Geilste ist ja, wenn du Fans hast. Ne? Also ja. Das ist ja die stärkste Bindung, die du irgendwie herstellen kannst. Aber wir können ja mal gucken. Wer von euch, die hier draußen sitzen, hat irgendwie einen Bezug zu Hip-Hop, mag Hip-Hop-Musik, steigt regelmäßig auf Hip-Hop-Songs? Ja komm, Hände hoch. Für Hip-Hop. Nein, das ist zu wenig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alle sind. Ich sehe zwar nicht so viel, aber da hinten sehe ich zu wenig Hände. Das sind locker 70%. Da sind wir können es anders machen. Wir können's auch, das ist auch immer noch hier Rockstars-Veranstaltung. Mach mal Lärm, wenn ihr Hip-Hop-Fans seid. Ich wollte das eigentlich einmal... Ja, mach mal. Hamburg, seid ihr da? Hip-Hop. So nehmen wir. Da sind sie. Hier sind so ein bisschen dezentere Marketeers, die so verlegen klatschen und... So, und wenn wir jetzt einfach wieder... Ja, komm jetzt. Nein, wenn wir jetzt Marfo-Zahlen einfach daneben legen, ne? Nee, ich hab gedacht, du machst jetzt... Lärm für Aldi. Und mach mal Lärm für Aldi. Mach mal Lärm für Aldi. Yes. Ja, siehst du, funktioniert. Es gibt Schnittmengen. Das hat aber nur gezogen, weil ihr es gemacht habt. Wenn ich es gemacht habe, wäre es nicht so gegangen. Also wenn ich Marfo-Zahlen daneben lege, um das mal rational zu betrachten, ist tatsächlich so, so viel Lärm da war für Hip-Hop, so viele Menschen gehen jeden Tag zu Aldi. Und da hast du einfach schon eine natürliche Konnektivität, die du siehst, die du im Sweetspot nachher nutzen kannst, um zu sagen, hey, da gibt es eine klare, gute Verbindung und darauf kannst du was machen. Und da kann ich leider nicht noch mehr spoilern. 4 Wochen dauert es noch und dann können wir es sehen. Naja, gut. Ich überlege, ob ich es noch versuche. Aber ich kann es ja verstehen. So, man möchte vielleicht noch einen zweiteren Aufschlag haben. Aber was wir vielleicht noch mit reingeben können, ist, so, Shirin, du sitzt jetzt hier als Vertreterin der Kultur und damit auch vielleicht für viele Menschen hier im Publikum, die halt nicht so in Entscheiderebenen sitzen wie Stefan oder in so Schnittmengen wie Philly. Was ist für dich besonders wichtig? Was erwartest du von einer Marke wie Aldi, wenn es darum geht, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also ich denke, das ist das Wichtigste, dass man den Künstlern so ihren künstlerischen Raum lässt, weil ich glaube, das macht übertrieben viel aus. Und von meinen Erfahrungen kann ich nur sagen, dass man sich wohlfühlen sollte und dieses nicht verstellen, weil das wirkt sich automatisch auch nach außen und das kommt viel sympathischer und authentischer für beide Seiten einfach rüber. Und ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, einfach so man selbst sein. Und jetzt gibt es ja schon ein bisschen Prozess bei euch. Hast du das Gefühl, man hört dir zu? Ja, safe. Ja? Ja. Habt ihr schon einen guten Job gemacht? Das gefällt mir. Safe. Auch alle sehr lieb gewesen. Ja? Ja, voll. Okay, find ich sehr gut. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, falls das vielleicht die Frage war. Stefan, du hast vorhin so zwischendurch so einen Satz gesagt, dass natürlich es darum geht, dass alle was davon haben. Und wir sind auf einer Marketingveranstaltung. Das ist klar darum, dass es natürlich auch Ziele gibt, die neben Kulturaufwertung so stecken. Was sind die Ziele von Aldi Nord mit Hip-Hop? Na, als erstes, ich fange mal so an. Es ist nicht nur ein Ziel mit Hip-Hop, ehrlich gesagt, sondern es ist ein Ziel mit vielen kulturellen Themen, mit denen wir gerade arbeiten. Also es ist kein Einzelmeister, dass wir sagen, oh, lass uns doch mal was mit Hip-Hop machen, sondern dass wir aus der digitalen Denke heraus sagen, wir müssen die Menschen da draußen anders erreichen als mit reiner Schweinebauchkommunikation. Das reicht eben halt nicht. Das interessiert keinen Menschen in der jüngeren Zielgruppe.
Und da haben wir mehrere Felder, auf denen wir unterwegs sind. Wir haben das Thema A Taste of Aldi Nord als großen YouTube-Kanal, auf dem wir unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen eben halt einfach auch zu Wort kommen lassen, eine Bühne bieten, die Verbindung zu Aldi zeigen und einfach ein Talk-Format mehr oder weniger mit viel Spaß auch drin haben. Wir haben das Thema Gaming, bei dem wir unterwegs sind und auch da nicht mit Logo auf irgendein Shirt gedruckt und sagen, hier komm, ne, dann das reicht ja, damit die Marke irgendwie im Bild ist, sondern da auch einen ganz anderen Ansatz gewählt haben, eher so über Enablement kommen und sagen, was braucht es denn eigentlich, damit es da vorwärts geht und dass die Menschen, die sich für Gaming interessieren, einen Support erfahren. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch bei Hip-Hop sehen. Also nicht das nächste lustige Hip-Hop-Musikvideo machen, sondern uns zusammengesetzt haben mit ProduzentInnen, mit Ambition, mit Accenture Song und überlegt haben, was ist eigentlich das, was es in der Hip-Hop-Szene braucht und wo wir eintreten können, um dieser Logik des Enablements weiter zu folgen. Und sorry, guter Versuch, aber ich kann leider trotzdem noch nicht mehr sagen. 4 Wochen noch, dann können wir es sehen. Und ich glaube, dann versteht man auch, was ich meine mit diesem Enabler sein, nicht nur in der Gaming-Szene oder in der kulturellen Szene über A Taste of Aldi Nord, sondern auch in der Hip-Hop-Szene. Und das als ehrliches Statement zu bringen. Ne? Also es reicht halt nicht, eine Sache zu machen, sondern wenn man den roten Faden sieht, der sich da durchzieht, dann wird es, glaube ich, auch ehrlich. Und dann haben die Menschen, die sich damit beschäftigen, auch Lust, sich damit zu beschäftigen. Da möchte ich eine Zusatzfrage stellen. Denn ich finde das sehr wichtig. Und da bin ich jetzt persönlicher Note natürlich auch als Vertreter der Kultur hier und habe in dieser langen Zeit auch ganz viele, nicht nur mit Supermarktketten, Situationen gehabt, wo ich Schmerzen damit hatte, dass man A, nicht mit uns gesprochen hat über das, was man da versucht, Handbewegungen oder irgendwelche Graffiti-Fonds sind der größte Schmerz, den ich dabei immer habe, aber generell das Gefühl, dass man nicht versteht, worum es geht. Mal ganz ehrlich, wie viel Arbeit war es intern, alle davon zu überzeugen, dass man Leuten zuhören muss aus der Kultur? War oder ist? Okay. Also, ehrlich, ich glaube, wir haben als Digital-Team oder als Social-Team den großen Vorteil, dass wir bei Aldi Nord tatsächlich, weil wir auch gute KPIs am Ende abliefern, uns schon großes Vertrauen erarbeitet haben. Also wir dürfen Dinge ausprobieren, die vor ein paar Jahren halt noch nicht möglich gewesen sind. Das ganze Digitale bei Aldi Nord ist auch erst seit 2018 eigentlich da, also es ist noch eine relativ junge Geschichte. Und na klar ist es bis heute so, dass wir erklären müssen, warum denn jetzt eigentlich Hip-Hop das Richtige ist und wie das denn mit den Zielgruppen und mit den Zielen, die dahinter stehen, also Marke verjüngen, jüngere Menschen auch zum First-Stop-Shop bei Aldi zu bewegen, wie das denn eigentlich zusammenhängt, weil das augenscheinlich, und da mache ich gar keinem Menschen Vorwurf, erstmal nicht direkt dir ins Gesicht springt und du sagst, ja, ist doch total klar. Ne? Weil wenn ich da den Euro reinstecke in dieses Thema, dann kriege ich direkt 3 hinten raus. Es ist halt ein Langfrist-Investment. Und ich glaube aber auch, oder wir glauben da dran, und das Tolle ist, dass unser Upper Management das auch total supportet und eben halt, wie gesagt, weil wir auch, glaube ich, gute Dinge dann tun und auch zeigen können, dass sich etwas bewegt, was auf Markenbekanntheit und auch Sympathie der Marke und so einzahlt, dass wir da den Weg auch freigeräumt bekommen und dass man uns gehen lässt. Und da muss ich wirklich sagen, das sind tolle Leute, die uns das da erlauben. Aber ich glaube, die haben auch verstanden, dass dieser langfristige Weg der ist, der am Ende auch wirklich bewegt und dass du mit einer kurzfristigen Peak-Kommunikation und durch einen lustigen Song, durch irgendwie eine Marketingmaßnahme, die zwar einmal peakt, aber du hast keinen Langfristeffekt oder einen sehr geringen Langfristeffekt, sagen wir es so. Ja. Und so baut es sich halt eher so auf, ja, dass es immer mehr wird und nicht, dass es mal einmal kurz peakt und dann wieder runtergeht. Du möchtest einspringen, oder? Ja, ich bin schon hibbelig. Ich hätte am liebsten nach jedem Satz Wort gesagt, weil ich total gut finde, wie ihr das verinnerlicht habt und wie du auch darüber sprichst, weil genau das hat ja in der Vergangenheit gefehlt. Ehrliches Interesse, langfristiges Investment. Die Leute dachten immer, man geht bei Hip-Hop vorbei, greift ins Regal, geht wieder raus und hat dann irgendwie irgendwas mitgenommen. Aber im Cultural Marketing geht es nicht um Mitnehmen, sondern um Mitbringen, um Geben, um Enablen. Und dann bekommt man Liebe zurück. Das ist wie in jeder Beziehung, im Privaten genauso. Ja, und wenn du auf eine Kultur zugehst, wenn du Teil einer Kultur werden möchtest, dann ist das die erste Frage, die man sich stellen muss. Was kann ich dazu beitragen und nicht, was kann ich da bekommen? Und das hat Aldi Nord verstanden und deswegen freuen wir uns riesig über die Zusammenarbeit und es wird gut. Ich möchte auch einen Nachsatz machen, weil also während du gesprochen hast, ging mir das so durch den Kopf, weil es ja auch immer ein bisschen darum geht, was kann man transportieren an die Menschen, die hier hingekommen sind und uns jetzt Lust hatten zuzuhören.
Und dann sind wir wieder bei dem, was wir hinter der Bühne ganz kurz hatten, diese emotionale Konnektivität. Soll ich mal erzählen, wie viel Hip-Hop du auf einer 10er-Skala bist? Kannst du auch gleich. Ja, oder aber jetzt, wie du möchtest. Nee, ich mag diese Frage, aber du hast selber gesagt, du bist eine 7 von 10, wenn es darum geht, wie viel Hip-Hop du bist. Das stimmt, das ja. Habe ich gesagt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich von außen man immer darauf achtet, so okay, vielleicht siehst du jetzt nicht, du hast nicht eine... Keine Schussweste, Stefan. Schussweste an wie Fiddy oder so. Philipp schmeißt sich vor. Aber das darf man halt nicht unterschätzen. Das darf man nicht, und dass es da draußen halt auch immer mehr Menschen gibt, die mit dieser Kultur gewachsen sind und wie du halt, ist vielleicht auch wenn sie beruflich einen anderen Weg gewählt haben, trotzdem so ein bisschen mehr verstehen, was da passiert. Ja, glaube ich schon. Ja? Ja. Ganz kurz nur noch den Gedanken, ja, sorry, weil ich gesehen habe, dass unsere Uhr schon auf Rot gesprungen ist. Ja, das ist vielleicht als, das ist nur eine Uhr. Oh, das ist nur eine Uhr. Das nur so als Minipunkt. Was wir häufig tun, ist eben halt einfach, wir versuchen, diese emotionale Konnektivität dann eben halt auch zu den Entscheidern mitzunehmen und nicht ein KPI-Setup mitzubringen, sondern eben halt ein Setup, was auch zeigt, guck mal, wie bist du denn eigentlich, wenn du gerade nicht bei Aldi Nord in deinem Büro sitzt? Mhm. Was treibt dich? Was bewegt dich? Was findest du gut? Und darauf aufbauend dann eben halt auch sagen, hey, und warum geht das denn dann nicht für eine Marke? Also warum kannst du diese emotionale Konnektivität nicht auch für eine Marke herstellen, für ein Thema herstellen? Und damit so als Mini-Tipp haben wir schon echt viele Türen auch aufgestoßen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch dann ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube, auch für andere Marken zu schauen. Es geht um auf Kultur einzahlen für die. Und das ist genau das Wichtige. Und du hast ja schon ein bisschen erzählt, worum es dann auch wichtig ist, wird darauf zu achten. Und ich glaube, das ist dann auch das, woran Aldi gemessen wird am Ende. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn du nichts erzählen willst, es muss ja irgendwo, und ich fand das schon damals lustig, dass dieses Logo ja trotzdem auch einen Kultstatus auf bestimmten Produkten kriegt, trotzdem vielleicht auch eine Kollektion geben. Was ist das? Wird so ein Hoodie mit Aldi-Logo? Also ich darf gar nichts sagen. Verdammt. Ich krieg's nicht hin. Ich habe es versucht. Aber ich würde sagen, vielen Dank euch dreien. Vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Hast du noch einen letzten, den du sagen möchtest? Ja, ich möchte mich nochmal bei Shirin dafür bedanken, dass sie am Start ist. Wissen wir sehr zu schätzen. Das wäre mein Job gewesen, aber es macht Fiddy. Genau. Dann bedanke ich bitte auch noch in der Runde weiter. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei Stefan, dass er das alles so mit Nachdruck macht und verstanden hat. Danke dir für das Panel. Ja, es war voll nice. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr für Hip-Hop die Fahne hochhaltet. Und wir fangen gerade erst an. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Dankeschön.